Ja, jetzt kommen wir zur Aufgabe 35. Gegeben ist die Differentialgleichung erster Ordnung, y' gleich 1/2 y durch x. Das erste, was wir machen sollen, ist das Richtungsfeld erstellen für das x-Intervall von 0 bis 5 und das y-Intervall von 0 bis 5. Fangen wir damit an. Also hier 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 5. Okay, und zwar für die Isoklinen. Isoklinen sind Linien, bei denen die Linienelemente die gleiche Steigung aufweisen. Ja, das gucken wir uns jetzt genauer an. Dafür schreibe ich jetzt einmal die DGL erstmal ab. Also steht y' gleich y durch 2x. Wie gesagt, das von x lasse ich mal weg. Also y ist eine Funktion von x, das ist klar. Und dann stelle ich mal nach y um. Dann steht da y ist gleich 2x mal y'. Und jetzt suche ich ja für y' gleich 0. Ne? Hier steht für y' gleich 0, sollen wir das bestimmen, also für y' gleich 0 steht dann da y gleich 2x mal 0, also y gleich 0. Also auf der Geraden y gleich 0, y gleich 0, hier haben wir auch y' gleich 0. Hier ist also die Steigung der Linienelemente auf dieser Linie ist gleich 0. Ja? Also hier, das ist die Steigung der Linienelemente gleich 0. Das gleiche machen wir jetzt für y' gleich 1/8. Für 1/8 sollen wir das auch machen. Also setzen wir hier 1/8 ein. Dann steht da y 2x mal 1/8. Dann haben wir y gleich x². Ja? Das heißt, auf der Geraden x² haben wir eine Steigung der Linienelemente von 1/8. x² heißt 4, 1, durch den Punkt muss das laufen. Also hier ist die Linie mit der Steigung von 1/8. Das heißt, alle Linienelemente, die hier drauf laufen, haben die Steigung von 1/8. Ich trage die Linienelemente ein. Also hier die Steigung dieser Linienelemente trage ich jetzt immer für 1, 2, 3, 4 und 5, habe ich das eingetragen. Also hier Steigung von 1/8 haben diese Linienelemente. Ja. Sieht ziemlich horizontal aus, weil 1/8 ist jetzt auch nicht sonderlich viel. Dann sollen wir das Ganze auch noch für y' gleich 1/4 machen. Ja. Hier für 1/4 sollen wir das auch bestimmen. Also setzen wir y' gleich 1/4 in die, hier oben ein. Da steht da y 2x mal 1/4. Also y gleich x halbe. Also auf der Geraden x halbe heißt 2 hier nach rechts und 1 nach oben. Das ist die Gerade mit der Steigung 1/2. Haben wir Linienelemente mit der Steigung 1/4. Also alle Linienelemente, die auf dieser Geraden liegen, haben eine Steigung von 1/4. Schreibe ich dazu, Steigung von 1/4. Gut, dann sollen wir das Ganze noch für
ein halb durchführen, also für y' gleich ein halb. Das kriegen wir da raus. Da ist y gleich 2x mal ein halb, also y gleich x. Also auf der Winkelhalbierenden liegen wir jetzt. Auf der Winkelhalbierenden 1, 1, 2, 2 und so weiter. Auf dieser Kurve haben wir jetzt eine Steigung der Linienelemente von 1 halb. Also die Steigung der Linienelemente hier ist jetzt 1 halb. Steigung von 1 halb. Und dann machen wir das noch für y' gleich 1. Für den letzten Fall. Also y gleich 2x mal 1. Y gleich 2x. Also auf der Geraden mit der Steigung 2x hier haben die Linienelemente eine Steigung von 1. Tragen wir die auch ein. Also hier haben wir eine Steigung von 1. Das heißt 45 Grad verlaufen die. Okay, Steigung von 1. Ja. Okay, also nochmal, Isoklin, wie ich am Anfang gesagt habe, das sind Linien, auf denen die Linienelemente, die ich hier in Braun eingezeichnet habe, immer die gleiche Steigung haben. Wenn ich jetzt also die Kurve durch den Punkt 1, 1 darstellen soll, ja, dann weiß ich, dass hier die Steigung genauso groß ist wie dieses Linienelement. Also wenn ich da bin, ist die Steigung 1 halb. Wenn ich hier rüber gehe und die orangene Linie kreuze, dann habe ich die Steigung von 1. Also hier ist die Steigung 1. Und wenn ich jetzt hier weitergehe, weiß ich, okay, wenn ich durch die blaue Linie laufe, dann habe ich die Steigung von 1 Viertel. Wenn ich durch die grüne Linie laufe, Steigung von 1 Achtel. Das heißt, die Kurve wird immer flacher. Aber das ist die Lösung, die rote, die wir suchen, die durch den Punkt 1, 1 läuft. Das war Aufgabenteil A. Ich hoffe, Sie haben das verstanden. Wir haben die DGL aufgelöst nach y. Wir haben die Steigungen, die hier oben als Isoklin gefordert sind, in diese Gleichung y gleich 2x mal y' eingesetzt und haben damit herausgefunden, wie verläuft denn die Gerade, auf der die Linienelemente alle die Steigung 0 haben, alle die Steigung 1 Achtel, 1 Viertel, 1 halb und 1. Ja? Haben das hier eingezeichnet und konnten jetzt eine Kurve durchlegen. Gut, dann kommen wir zum Aufgabenteil B. Hier sollen wir die allgemeine Lösung der DGL finden, mittels Trennung der Variablen und dann die spezielle Lösung, die wir in Rot eingezeichnet haben, sollen wir dann nochmal rechnerisch ermitteln. Okay, schreiben wir also auf, y' gleich y durch 2x. Ja, wie wir gerade bei der Aufgabe in dem Video davor auch gemacht haben, wir ersetzen als erstes y' durch die y nach dx. Und dann stellen wir um. Wir packen alles, was y enthält, auf die eine Seite, also teilen wir durch y. Und alles, was x enthält, auf die andere Seite. Das heißt, wir nehmen mal dx. Und jetzt integrieren wir. Ja? Das heißt, da steht Integral dy durch y gleich, das ist ein halb, können wir vor das Integral ziehen, gleich ein halb mal Integral dx durch x. Gut, dann können wir jetzt integrieren. Integral von 1 durch y ist ln Betrag von y, dann ein halb mal ln Betrag von x. Und jetzt können wir wieder plus c schreiben. Wir dürfen aber auch plus ln c schreiben. Ja, dann machen wir es so, dass wir das ein halb mit der Logarithmusregel in
den Logarithmus reinziehen. Ich schreibe es nochmal hin. Also wir können, wenn da steht ln von a hoch n, können wir schreiben n mal ln von a. Und natürlich kann ich auch das n in den Exponenten reinziehen. Das heißt, wir können schreiben ln von x hoch 1/2. Und dann die Regel, die wir auch gerade schon hatten, ln von a plus ln von b ist gleich ln von a mal b. Das heißt, wir können hier x hoch 1/2 mal c schreiben. Betragsstriche. Dann e hoch, beide Seiten. Dann steht da, y ist gleich x hoch 1/2 mal c, oder statt x hoch 1/2 kann ich Wurzel x schreiben. Und das ist die allgemeine Lösung der DGL. Allgemeine Lösung. Und die spezielle Lösung, die durch den Punkt 1, 1 läuft, sollen wir noch bestimmen. Also in P 1, 1 haben wir dann 1 gleich Wurzel 1 mal c, also c gleich 1. Das heißt, die spezielle Lösung ist einfach y gleich Wurzel x.